Es gibt einen Fehler, der die meisten Frauen davon abhält, wirklich abzunehmen. Er ist eigentlich so offensichtlich. Du kannst dich gesund ernähren, viel Sport machen, wirst trotzdem nicht abnehmen, wenn du diesen Fehler machst. Und den verrate ich dir jetzt. Der Sommer kommt. Du hast vielleicht noch ein bisschen lästiges Bauchfett, was du wegbekommen willst, vielleicht an den inneren Oberschenkel. Du hast doch schon verschiedene Sachen gehört. Vielleicht hast du auch schon eine Diät ausprobiert, aber irgendwie scheint das nicht so richtig bei dir zu funktionieren. Du weißt auch gar nicht warum. Ich rate dir, es könnte an diesem einen Fehler liegen und der ist sehr offensichtlich. Pass jetzt auf jeden Fall auf. Schauen wir uns mal die Diäten, die es da draußen gibt, die Sachen, die man zum Abnehmen machen soll, mal alle so an. All diese Sachen haben eine Sache gemeinsam. Was ist diese eine Sache? Du musst verzichten. Du musst verzichten auf leckeres Essen, auf Kohlenhydrate, auf das Frühstück, auf das Abendessen, auf eine gewisse Sache zu einem gewissen Zeitraum. Alles ist mit Verzicht verbunden und deswegen funktioniert es auch nicht. Alles, was auf Dauer mit Verzicht verbunden ist, wird zum Abnehmen nicht funktionieren. Denn du da draußen bist kein Roboter. Du bist kein Alien mit einem perfekten Alltag, mit einem so hohen Durchhaltevermögen, jeden Tag über Monate hinweg. Du bist kein Roboter, du hast ein normales Leben und genau deswegen darfst du nicht zu sehr verzichten. Ich erkläre dir jetzt auch warum. Das hört sich nämlich jetzt so an, ja, verzichten weiß ja jeder, aber ich erkläre dir jetzt warum. Pass auf. Angenommen jetzt, du machst eine von den bekannten Diätformen, weil du einen flachen Bauch bekommen willst, ein paar Kilo abnehmen willst, wie in die Lieblingstomaten reinpassen willst. Du hörst von verschiedenen Diätformen und eine von den bekannten machst du halt. Am Anfang ist es so, dass du vielleicht ein hohes Durchhaltevermögen hast, eine hohe Motivation und du ziehst durch, du gibst Gas. Du sagst dir vielleicht auch, ich ziehe das durch, mir ist egal, ob ich jetzt 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren muss, ins Fitnessstudio rennen muss, ich koche auch so viel es sein muss, ich gehe jeden Tag in die Küche und stecke da sau viel Zeit und Energie rein. Vielleicht hast du direkt keine Lust drauf und das ist vielleicht die richtige Variante. Vielleicht sagst du aber auch, ey, das ziehe ich mal durch. Und dann machst du das eine Woche, 2 Wochen, wenn du stark bist und Durchhaltevermögen hast, einen Monat. Aber irgendwann kommt der Moment und der wird kommen, glaub mir, erfahrungsgemäß. Nach einer gewissen Zeit, dass du dir sagst, hey, also irgendwie kann ich das gerade nicht so durchhalten, weil ich habe vielleicht Stress gehabt auf der Arbeit, ich habe vielleicht einen langen Alltag gehabt, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe vielleicht ein paar Heißhungerattacken, ich hungere vielleicht und dann wirst du es nicht mehr durchhalten. Der Moment kommt irgendwann. Und dann schießt das Gewicht, das du dir vielleicht hart erarbeitet hast, sofort wieder nach oben zurück. Das heißt, du wirst diese Kilos, vielleicht sind es 5 Kilo, die du abgenommen hast, wovon viele Wasser ist Muskulatur, das wirst du sofort wieder nach oben geschossen haben und dann wiegst du wieder 5 Kilo mehr auf einmal auf der Waage. Und das würde dich so demotivieren, dass du dann vielleicht komplett aufgibst. Und das ist nicht notwendig, das ist nicht nachhaltig. Du kannst 1 Kilo pro Woche, 2 Kilo pro Woche, 10 Kilo innerhalb von ein paar Wochen abnehmen, dauerhaft und halten, ohne großartig zu verzichten. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, du musst dir zwischendurch immer noch was Richtiges gönnen. Ob das jetzt heißt Nudeln, ob das heißt ein Eis, ob das heißt eine Pizza. Denn die ganzen Diäten, die es da draußen gibt, diese strengen Sachen, woran man nicht halten muss, es gibt ja auch so verschiedene strikte Programme, die dir so einen Programmplan vorgeben oder wo man irgendwie Punkte zählen muss oder sowas. Das ist alles mit einem Jo-Effekt erfahrungsgemäß vorprogrammiert und verbunden. Denn in dem Moment, wo du dich fragst, hey, okay, wie lange kann ich durchhalten? Wenn du dir selber sagst, hey, ich kann das nicht langfristig durchhalten, dann wirst du irgendwann gezwungenermaßen einen Jo-Effekt haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du wirklich weißt, was dein Körper braucht, eine individuelle Ernährungsumstellung hast, wo du selber sagst, also eigentlich ist es gar nicht schwer, ich werde satt, ich fühle mich gut dabei, ich kann nur noch mal mit meinem normalen Leben weitermachen, was die Ernährung angeht, dann wirst du auch keinen Jo-Effekt haben, weil du nie das Gefühl hast, dass du verzichten musst, weil du nie das Gefühl hast, dass du riesig was ändern musst. Nur ein paar Sachen optimieren, ein paar Stellschrauben optimieren und dann kommt auch kein Jo-Effekt. Viele Leute fragen mich immer, hey Henry, wie kriege ich es hin, dass ich keinen Jojo-Effekt habe? Und dann sage ich immer, easy. Ein Jojo-Effekt ist ja nichts Normales. Das ist ja kein Standard. Das kommt ja nur bei den Diäten vor. Wenn du eine richtige, gesunde Ernährungsumstellung machst, dann wirst du auch keinen Jojo-Effekt haben. Das hat nichts mit einer normalen Ernährung zu tun. Das heißt, du solltest es dir auf jeden Fall zwischendurch was gönnen. Alles im gesunden Maße natürlich. Das heißt, nicht 5 Pizzen am Tag. Aber sowas wie Nudeln essen am Abend, Pasta in jeglicher Form, mal eine Pizza. Mal eine große Portion essen, das ist immer noch vollkommen okay und das sollte vor allem gegeben sein, damit du selber das Gefühl hast, hey, ich belohne mich ein bisschen, ich werde satt und ich kriege keinen Heißhunger. Denn du könntest natürlich sagen, hey, ich verzichte jetzt auf diese Sachen, das hält man noch ein bisschen durch, aber irgendwann hast du so einen Heißhunger, weil du das einfach brauchst, weil dein Körper das braucht und dann lässt du es komplett schweifen. Das ist wie bei den Leuten, die Anfang Januar sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und die ziehen dann 2 Wochen lang jeden Tag durch und nach der zweiten Woche sieht man die nie wieder, weil es einfach zu viel auf einmal war und das ist nie gut. Es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Wir haben allein in den letzten 3 Jahren mit der CL Coaching GmbH über 500 Frauen dabei geholfen, abzunehmen, flachen Bauch zu bekommen, schlanke Beine, 10, 15, 20, 30 Kilo oder mehr abzunehmen und auch zu behalten.
Und das können wir mit dir auf jeden Fall auch machen. Du bist kein Alien, du bist nicht anders gemacht als die anderen Menschen auch. Deswegen wird es für dich auch möglich sein, egal was du jetzt denkst. Deswegen kannst du dich gerne mal kostenlos informieren. Kannst gerne mal ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch machen. Klick dazu einfach den Link unter diesem Video, www.henryzell.com. Mach einen Termin aus für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Alles digital, das heißt einfach per Telefon. Du sprichst mit mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team einfach mal kostenlos über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir mit dem Coaching vielleicht auch helfen können, auch dein Ziel zu erreichen von einem flachen Bauch so schnell wie möglich. Deswegen mach gerne mal einen Termin aus, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du kein erneutes Video verpasst. Wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.